Thomas Meinecke. Ich würde mich. Es nimmt mich Wunder, wie eben. Ich habe mit sehr großem. Mit sehr großer Begeisterung dieses Buch gelesen, Verschwende deine Jugend. Es ist ein. Das ist, vor 10 Jahren habe ich das gelesen, also, aber dann schon war das natürlich irgendwie so eine. Wie soll ich sagen? Das Format, also wie das. Es kam total frisch rüber und ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich irgendwie auch schon wieder 20 Jahre her, worum es da geht. Aber. War für mich ein ganz wichtiges Buch, hatte auch die CD da dabei und da geht, und ich wollte jetzt einfach so ins kalte Wasser springen und dich fragen, wie du, ja, jetzt weniger zu diesem Buch, sondern diese Zeit, FSK, was das damals, heute, ja, ob du da in kurzen Sätzen, die Essenz, warum das irgendwie, warum du dir vielleicht auch denkst, dass das für mich eine Rolle spielen konnte oder so. Ich meine, das ist nicht nur, es ist einfach immer noch, es ist nicht einfach jetzt so Geschichte oder so, sondern es ist irgendwie, oder nicht wieder Revival, sondern es hat schon noch sehr viel. Ich glaube, eben diese Band gibt es ja auch noch und du legst auch noch auf, also vielleicht. Kannst du ein bisschen auch im Verhältnis zu deiner schriftstellerischen Tätigkeit was dazu sagen? Also warum da irgendwie diese innere Notwendigkeit, worum geht es da genau für dich persönlich? Und du gibst so viel Auskunft darüber, wie du möchtest. Ja, ja, oder? Ja, so. Also das Buch Verschwende. Deine Jugend, ist ja nicht mein Buch, sondern es ist das Buch von Jürgen S. Teipel, der hat ganz viele Interviews gemacht mit Leuten, die damals um 1980 rum Bands gegründet hatten und auch selbst organisiert Platten rausbrachten und so weiter, also eigentlich so diesen Punk, New Wave, Post-Punk, Underground, und er hat mich damals 6 Stunden lang dazu interviewt und ich habe ihm auch den Surkamp Verlag vermittelt, aber ich glaube, ich bin tatsächlich da nur auf einer Seite dann im Endeffekt drin, weil es ihm nicht um München, er ist selber, glaube ich, aus Regensburg und er hatte irgendwie so einen leichten Minderwertigkeitskomplex, vielleicht diesen geografischen Raum betreffend. Es kommt eigentlich München gar nicht so vor. Wir waren allerdings als eine Band in München gegründet worden, waren aber auch auf einem Hamburger Label, wir waren auf Zickzack. Und waren 10 Jahre lang auf diesem Zickzack-Label, die ganzen 80er Jahre durch. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Anekdote er im Endeffekt von mir dann verwendet hat. Ah, Stichwort Rhythmusmaschine und Kampfanzüge Marktstube. Ah, okay, ja, nicht mal, genau, ich verstehe schon. Markthalle. Genau, in Hamburg, unser allererster Auftritt mit FSK war in der Markthalle Hamburg 1980. Auf einem dieser Festivals, wo dann so 600 Hardcore-Punks standen. Und wir waren damals. Wir waren aus dieser Zeitschrift Mode und Verzweiflung, die wir seit 1978 gemacht hatten in München, entstanden. Und diese Band hatte so auch einen stark konzeptuellen Hintergrund, hat sie auch bis heute. Es sind ja alle 4 Bandmitglieder der Gründung noch mit in der Band. Und seit 1991 haben wir noch zusätzlich einen Drummer. Aber die ersten 10 oder 11 Jahre hatten wir eben eine Drum Machine. Und wir standen dort mit so Bundeswehr-Kampfanzügen, keiner von uns war bei der, doch einer war bei der Bundeswehr, aber eigentlich keiner, sage ich jetzt mal, standen da in diesen Anzügen und haben auch nicht mit dem Publikum geredet und mehr so wie Kraftwerk wollten wir eher so eine Art Konzept abbilden, das nicht unbedingt auf Dialog angelegt ist, sondern dieser komische Bandname, Freiwillige Selbstkontrolle, erzeugte damals noch wirklich unglaubliche Aggressionen, auch im Publikum. Also die Punks zum Teil, die fanden das ganz furchtbar, dass da eine elektrische Drum Machine rattert und dass wir da so stehen und man nicht weiß, sind wir jetzt eine Sekte oder Kommunisten oder Faschisten. Es war damals natürlich auch klar, dass man so dem schlafenden sozialdemokratischen Gesellschaftsmodell was entgegensetzte, was eher sehr irritierte. Und in unserem Fall war das auch durch so Songs wie Ja zur modernen Welt und so mitgefuelt. Und es gab in der Regel eigentlich Massenschlägereien, wenn wir spielten, weil die Leute dachten, sowas darf gar nicht sein. Und
Das ist, glaube ich, eine Anekdote, die Jürgen da drin hat, wo es dann, wo sich dann die Leute von abwärts oder den einstürzenden Neubauten vorne mit Holzlatten für uns prügelten, damit wir zu Ende spielen konnten. Es war eine interessante Zeit, weil es war so ein Kulturkampf. Es war eigentlich, wir waren die sozusagen Ende der 70er Jahre wieder kurze Haare hatten und in Anzügen rumliefen mit Krawatte und die Leute immer einen fragten, kommst du von der Beerdigung oder ist was? Ja, es war noch nicht, gab noch nicht diese ironischen Umgang mit der Anpassung, mit der Affirmation. Und wir waren eben eine Zeit lang sozusagen so ein merkwürdiges partisanisches Unternehmen zusammen mit dieser Zeitschrift Mode und Verzweiflung, wo man das Ja zur modernen Welt als einzige Möglichkeit zur Dissidenz eine Zeit lang erkannte. Es hörte spätestens 1986, würde ich mal sagen, mit dem Aufkommen von den Lifestyle-Zeitschriften in Deutschland. Der Wiener, der ja hier in Wien sehr cool gewesen war, wurde in Deutschland ein unangenehmes Zeitgeistblatt, auch sein Ableger Tempo, waren beide aus Wien gekommen, witzigerweise. Das klappte nicht so richtig. Das war dann irgendwie plötzlich so eine wirkliche, fast schon das neoliberale, vorwegnehmende Haltung. Da haben wir auch unsere Zeitschrift Mode und Verzweiflung wieder eingestellt und auch die ganze Attitude der Zustimmung, die man ja später immer wieder findet, die findest du im Grunde genommen auch heute noch bei Christian Kracht oder bei noch jüngeren, Live Rand, jüngeren Autoren, immer mal wieder so das Spiel mit der Affirmation. Wir haben es damals wieder gesteckt und haben dann wieder klar gemacht, wir sind, wenn wir sagen, dass wir postlinks sind, auf jeden Fall erst recht links und nicht rechts. Ja. Und so weiter. Also das war so die Zeit, die ein sehr, sehr interessanter Kulturkampf war, der auch durchgefightet werden musste und wo wir sozusagen auf der Seite des Nicht-Authentischen, der Künstlichkeit, des Plastik, des Queeren im Grunde genommen schon standen, während eigentlich noch Hippie und so von einem geschlossenen maskulinen Subjekt ausging, das eine Gitarre als Phallusverlängerung in der Hand hatte. Und da waren wir schon auf so einem ganz anderen Dampfer, der eigentlich mit vielen Dingen, die heute als Post-Punk gelten und auch noch in Underground-Bands und so verhandelt werden, ganz gut korrespondiert. Wir haben sogar mit unserem eigenen Ensemble, also mit der eigenen Band im Repertoire, wieder Sounds, die teilweise denen ähneln, die wir hatten, als wir 1980 spielten. Und um da jetzt ein Stichwort, das dich auch nach Wien gebracht hat, jetzt im Mai 2013, ja, dieses Bernhard-Thema, ja? Thomas Bernhard, eine Figur, die man so jetzt bei diesem Festival als metaphorisch fast Wertigkeit bekommen hat. Und im Kunstkontext erst recht kann das ja nicht literal aufgenommen werden, auf ziemliche Überraschung, Entsetzung zum Teil, also sehr gemischte Gefühle zumindest. Weil man da irgendwie einen Säulenheiligen, der aber eigentlich vor 20 Jahren genau das Gegenteil war, da irgendwie aufnimmt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über das, deine Verbindung zu Bernhard im Zusammenhang mit deinen eigenen Texten und abschließend auch, denkst du, es gibt überhaupt adäquat, kann man da von Aktualität sprechen oder exerziert man da einfach so ein ja, methodisch was durch oder so. Also ich weiß noch, wie ich in den mittleren 1970er Jahren, glaube ich, angefangen habe, Bernhard zu lesen oder in der zweiten Hälfte der 70er, als ich Anfang 20 war. Und er mich unglaublich beeindruckt hat in diesem Minimalismus auch, also weniger die autobiografischen Erzählungen, die sozusagen so ein bisschen was von einem Martyrium abbildeten, sondern eher die distanzierteren, anekdotischen Texte besonders auch, sondern ganz bestimmt auch die Theatertexte, wenn sie nicht von Peymann kaputtgespielt wurden. Also ich fand es immer entsetzlich, wenn man das auf der Bühne sehen musste und es wurde dann so mit Psychologie totgeatmet und mit Kunstpausen. Ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass Bernhard das auch nur für Geld gemacht hat, aber ich habe es nicht ausgehalten, das mit Peymann sozusagen auf der Bühne zu sehen. Habe es aber ein paar Mal gesehen. Aber ich fand die Texte sozusagen, die Partituren quasi großartig, weil sie eben auch eine unglaubliche Musikalität hatten und weil sie einen als jemand, in meinem Fall, der anfing selber zu schreiben, eigentlich für diese Zeitschrift Mode und Verzweiflung,
von dem ganzen Ballast befreiten, der so mit dem üblichen Künstlerbild der genialen Schöpfung aus dem tiefen Inneren und so zusammenhängen, sondern eben klar machten, das ist auch eine Art Baukasten, es ist eine Art musikalischer Baukasten. Man kann auch einfach anfangen zu schreiben und komponieren mit Sprache. Diese Musikalität ist ja unglaublich, finde ich, bei ihm. Und dann ist da auch ein unglaublicher Witz drin, der eben von daher auch interessant ist. Und da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob er sozusagen, man sagt ja immer, Österreich hatte kein 1968. Und ob nicht dann doch dieses 68 eher von Elfriede Jelinek und vielleicht auch Peter Handke verkörpert wird als von ihm. Ich fürchte, dass er eigentlich ein konservativer Geist war, der Spaß hatte an einem dandyesken Widerspruch. Und dazu ist natürlich auch dann die ganz große Metapher der Nazi-Kontinuität, die in Österreich ganz gewiss gegeben war und vielleicht weiter ist und in Deutschland ja auch, angebracht. Aber gleichzeitig denke ich manchmal, ich möchte nicht wissen oder ich kann mir vorstellen, sagen wir mal andersrum, was er gewählt hat. Vielleicht auch aus Gründen seiner persönlichen, was weiß ich, Immobilien-Sammelleidenschaft oder so. Ja, oder mit wem er verkehrt. Ja, was er gewählt hat. Der ÖVP. Ja, genau. Ja. Ich wollte es einfach, glaube ich, nur nicht aussprechen. Nein, das ist ja richtig. Da glaube ich eben auch. Ja, und das meine ich eben. Macht ihn das nicht im Grunde genommen zu einem, den man gut finden kann und trotzdem auf den man nicht wirklich setzen kann? Es ist aber auch wurscht, weil er so großartig, weil seine Kunst so großartig ist und im gewissen Sinne so eine Gültigkeit für mich auf jeden Fall bis heute hat. Es ist nicht verstaubt, finde ich. Auch die Epigonen sind einfach sofort so viel schlechter, dass es keine Konkurrenz gibt oder keinen, der es wirklich weitergeführt hat, finde ich. Ja.